Willkommen zu einer weiteren Folge des Spellpost 3 Solarvist in Kalakbruk. Und erstmal wollen wir mit Reith reden, weil warum auch immer. Wahrscheinlich will er uns ein bisschen darüber erzählen, was. Oder wir wollen ihn fragen, warum wir angegriffen wurden oder so. Was waren die? Verbrecher? Herrenlose vermutlich. Gesetzlose, die ihre Kaste verlassen haben. Obwohl diese hier aussahen, als wären sie gerade erst aus den Kommunen geflohen. Die Kommunen, darüber hatten wir geredet, oder? Darin werden die dunkelelfischen Kinder erzogen. Ja, wenn man aus seiner Kommune flieht, wird man ein Herrenloser, ein Gesetzloser. Kommt, gehen wir weiter. Okay. Weiter so. Das ist natürlich doof, ne? Geht voran. So, hier. Okay, wahrscheinlich bedeutet das, dass wir noch keinen anderen Stein hier haben. Schon gut. Ich gehe. Mal sehen. Ja, ich kümmere mich dabei. Ich hoffe, dies lohnt sich. Versucht nicht zurückzufallen. Achso. Wäre schon, hä? Wie kommen wir jetzt darüber? Aber. Da war eine Brücke. Was haben wir denn hier? Und es geht einfach auf, ohne Wachen. Wow, ist ja hart geschützt hier. Also kein Wunder, dass Leute hier auch einfach fliehen können. Was haben wir denn hier? Also da, achso, da ist ein Übergang wahrscheinlich, ne? Aber da dann vor ist, kommen wir da nicht durch, oder? Was ist das? Ja. Ich sehe es mir mal an. Interessant. Hier drüben. Okay, dann ja, schauen wir uns mal hier oben. Hier haben wir Händler auch noch. Also nicht hier, aber da oben habe ich schon gesehen. Vielleicht haben wir ja coole Sachen. Wenn wir Gold bekommen für die letzte Quest, können wir ja mal ein bisschen shoppen gehen, ne? Seht euch das an. Eine Hochmütige. Reden die über uns? Über euch. Ignoriert sie einfach. Eine Hochmütige. Was sieht euch an? Eine Bitch. Mittlerweile sehen wir eher selten welche von euch. Ja. Was kann ich euch geben, um eure Reisen zu erleichtern? Einen Trank vielleicht? Vorräte? Kann ich euch geben, um eure Reise zu erschweren, um noch mehr Gewicht in euren Taschen zu haben. Zeigt mir eure Waren. Einen Trank. Natürlich. Lebt wohl. Einen Trank vielleicht? Du hast keine Tränke! Wow. Gut. Ja, du bist vollkommen uninteressant. Wobei, nee, bist du eigentlich gar nicht. Schön, euch wiederzusehen. Schön, euch wiederzusehen. Zeigt mir eure Waffe. Natürlich. Natürlich, guck mal, meine Tränke, mein Trankangebot. Oh, wie Tränke, ich habe ja nichts. Okay, vielleicht haben wir hier ein bisschen Bullshit, das wir verkaufen können. Den hier vielleicht, diese Robe, ich meine, come on. Also der Typ, aber nicht der. Ja. Stimmt. Das ist natürlich noch ein Argument, die eine der Zwerge da mitzunehmen mal, aber lassen wir erstmal. So, kommen wir auch nochmal. Komm, will keiner. So. Ein bisschen Geld nehmen. Ja, Evran, wollt ihr handeln? Ja, habe ich auch schon gemerkt. Wollt ihr handeln, mein Lies, aber. Hat die was überhaupt mitbekommen? Ah, ja. Also mit Tränken habt ihr es nicht so, ne? Gut, die haben zumindest ein paar interessante Ringe hier, aber will ich jetzt erstmal nicht. Schiebe ich einfach mit.
Ah ja, genau. Ich habe ja auch diese Nebenquest von... von Reit. Kocher. Hier habe ich einen Gottstein versehentlich übersehen, irgendwie da unten. Aber komme ich da überhaupt hin? Nee, aktuell, okay, aktuell noch nicht. Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt nicht irgendwie... ah doch, ich kann vorbei, okay. Ich wollte schon gerade sagen, wenn ich da nicht vorbei kann, dann ist natürlich doof, aber ansonsten würde ich erstmal die in die Nebenquest versuchen zu machen. Wenn ich denn da hinkomme. Die muss ich aber auch erst die Hauptquest machen. Oh, was ist das für ein Trank? Dämonische Essenz. Vielleicht muss ich aber auch erst die Hauptquest fortführen, damit die mir überhaupt die Tore öffnen, damit ich raus kann. Sicher doch. Sieht, ehrlich gesagt. Oh, hast du die auf dem Markt gefunden? Ja, es gibt frische Ware. Aus. Einige der Sorten habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss eine gute Ernte gewesen sein. Lass mich raten. Du willst, dass ich heute Abend Eintopf koche? Nun, du machst das so gut. Schon gut, schon gut. Einschleimen ist gar nicht nötig. Kann ich da hin? Ja, wir können durchs Wasser laufen, oder was? Ah, okay, und hier kommen wir hoch. Okay. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Das sieht sehr gut aus, dass wir hier zum Fragezeichen kommen. Bleib nah bei mir. Nebenquest-Fragezeichen. Menschen. Sowas. Vermutlich Händler. Ja, vermutlich. Ja, mit krassen Waffen. Dort. Das werden Händler sein. Das ist sie. Cyahed. Das ist sie. Da wollen wir ja auch schnell mal einen Abstecher hinmachen. Mal gucken, was passiert. Reit, du hast Nerven, hier unverhohlen aufzutreten. Gib mir einen Grund, warum ich nicht die Wachen rufen und dich hängen lassen sollte. Und du hast Nerven, mir zu drohen, nachdem du meinen Sohn und meine Frau getötet hast. Was bei Noor meinst du damit? Der Blutbrand. Du wusstest, dass er sich unserem Dorf näherte, weil du gesehen hattest, was er anrichten kann. Und dennoch hast du nichts gesagt. Du hast uns zum Sterben zurückgelassen. Wirklich? Redest du dir das ein, damit du besser schlafen kannst? Ich hatte genauso gute Gründe, am Blutbrand zu zweifeln wie du. Ja, ich hatte ein davon ausgelöschtes Dorf gesehen, bevor er sich in unsere Richtung bewegte. Aber damals gab es keine Anzeichen dafür, was er wirklich war. Keine Anzeichen? Die Symptome waren... nahezu identisch mit dem roten Fieber, ja. Angeschwollene Glieder, Blutungen aus allen Körperöffnungen. Jeder vernünftige Gelehrte hätte diese Blutbrandgerüchte als Unsinn abgetan. Ich stimme zu, dass wir es hätten besser wissen sollen, als es Kalabrok traf, aber dem war nicht so. Wenn überhaupt, dann haben wir beide Schuld. Der Unterschied ist nur, dass du dich geweigert hast, die Gefahr zu sehen, als ich sie schon erkannt hatte. Nicht einmal, als deine hübsche Frau dich angebettelt hat, zu fliehen. Und selbst als dir endlich klar wurde, was du getan hattest, hast du dich deinen Fehler nicht gestellt. Nein, du hast einfach das Reich und den Hohen Vater verlassen. Und das, lieber Reit, werde ich nicht ungestraft lassen. Du kommst mit mir. Nee, lass mal. Wovon redet ihr? Was ist geschehen? Fragt euren Freund, Blassblut. Wer seid ihr? Woher kennt ihr euch? Wir haben zusammengearbeitet. Vor 3 Jahren. Regen wir uns doch alle ab. Haltet den Mund, Blassblut. Ihr solltet froh sein, dass ich euch nicht an die Wachen verrate, weil ihr mit einem Verräter zusammenreist. Ich werde nicht mit dir kommen, Cyahed. Lass uns gehen und tu so, als wären wir nie hier gewesen. Verstanden? Du gibst mir Befehle? Ein Herrenloser gibt einer Seherin des Intellekts Befehle? Ich werde euch alle erledigen, wenn das nötig sein sollte. Das ist doch unnötig. Was auch immer zwischen euch vorgefallen ist, es gibt sicher keinen Grund dafür, dass das hier blutig enden muss. Glaubt es oder nicht, aber wir sind hier auf einer wichtigen Mission, um Schreckliches zu verhindern. Und Reit ist ein wichtiger Teil unserer Anstrengungen. Lasst uns einfach ziehen. Mission?
Ihr habt Glück, dass ich weiß, wenn jemand lügt, Blassblut. Denn ihr lügt nicht. Jetzt geht mir aus den Augen. Ja, immerhin. Danke. Ich hätte sie nicht herausfordern sollen. Sagt ihr mir jetzt endlich, worum es da gerade ging? Das kann ich, wenn ihr wollt. Aber nicht hier. Wir werden reden, sobald wir wieder in der Festung sind. Wie auch immer. Danke. Konzentrieren wir uns jetzt auf unsere Mission. Okay, damit haben wir die Nebenquest abgeschlossen. Das ging sehr schnell. Hier drüben. Ich hätte es auch eskalieren lassen können, aber... Aber nee. Vielleicht wird die sich ja noch uns anschließen, wer weiß. Da lang? Wirklich? Ja, wirklich. So, hier sollen wir irgendwie hin. Hier ist aber irgendwie niemand. Warum müssen wir immer zu Orten hin, wo niemand ist? Weiter so. Wir sind da. Hier ist niemand. Er wird gleich hier sein. Lasst uns... Bruder, wie lange ist es jetzt her? Oh nein! Ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass das der ist. Nicht lang genug. Freundlich wie eh und je. Das ist also Taha Nummer 2. Elends Regenfälle. Katras? Katras Wirtat? Ich wusste nicht, dass ich elfische Fans... Oh, wartet. Ihr seid diese elfische Vagabundin, oder? Niria? Dieser Mann ist ein Verbrecher. Er hat in den Reinheitskriegen für Rondala Kain gekämpft. Gebt mir einen Grund, warum wir euch nicht töten sollten. Und wenn ihr schon dabei seid, wie zur Hölle habt ihr überlebt? Nach unserem Kampf hat einer meiner Leute mich gefunden und gerettet. Hatte eine bösartige kleine Kopfverletzung. Aber das ist nicht wirklich wichtig, oder? Wichtig ist, dass meine kleine Affäre mit dem Tod einige Dinge für mich ins rechte Licht gerückt hat. Um es kurz zu machen, mir wurde klar, dass ich nun furchtbare Fehler gemacht habe. Ach, das ist dir jetzt aufgefallen? Ah ja. Komisch, ne? Also ich meine, wer es nicht weiß, wer Spellpost 3 das Let's Play bei mir oder bei jemand anderem nicht gesehen hat, Katras war in der Hauptkampagne bei Spellforce 3 ein Anführer der, also eines Söldnertrupps, den wir anheuern konnten, also wo wir, also dem auf der, dessen Seite wir spielen konnten, oder aber wir konnten uns dafür entscheiden, auf der Seite dieser komischen Typen zu sein, die in dieser Wüste diese vier Dark gefangen gehalten haben, also beschützt haben, damit der vier Dark oder die vier Darks da nicht ausbrechen. Und wir haben uns ja damals entschieden, auf Katras Seite zu kämpfen. Und der hat sich dann später auf die Seite der Reinheit dann geschlagen, weil er dann von denen angeheuert wurde und der das dann gemacht hat. Der Typ ist das. Und ich habe eigentlich auch erwartet, dass der tot ist. Aber scheinbar ist er das nicht. Also wurde euch klar, dass ihr einen Fehler gemacht habt und seid direkt zurück nach Kalabruk gereist, um eine neue Söldnergruppe zu gründen? Ich kaufe euch das nicht ab. So verdiene ich nun mal mein Geld. Also ja, aber die Schwarze Kompanie ist anders. Keine Erpressermissionen mehr, keine Arbeit für Kriegstreiber. Hört mir zu, ich behaupte ja nicht, dass wir die Welt retten wollen. Ich will nur nie wieder in so eine Scheiße wie die Reinheitskriege verwickelt werden. Und wenn ich dabei auch etwas Gutes tun kann, warum zur Hölle nicht? Aber können wir dann jetzt mit den dramatischen Hintergrundgeschichten aufhören? Raid hat mir von eurer Mission erzählt und ich will euch helfen. Und deswegen wird die Schwarze Kompanie ihren Preis auch auf 300 Goldstücke pro Tag senken. Für eine ganze Garnison? Das ist ein lächerlich niedriger Preis. Es ist genug, um unsere Kosten zu decken. Zufrieden, Bruder? Wir können weiter zusammenarbeiten. Gut. Kommen wir zum Punkt. Weißt du irgendetwas über eine Gruppe abtrünniger Träumer, die die Seelen von Zivilisten stehlen? Die Seelen von Zivilisten stehlen? In Ordnung. Fangt ganz von vorne an. Was für eine Geschichte. Aber ja, ich kann euch vielleicht helfen. Ich weiß nichts über ihren neuen Zeitvertreib, aber ich glaube, ich weiß, wer die Träumer sind. Und ich bin mir sicher, dass ich ein paar gute Informationen zu ihnen ausgraben kann.
Allerdings hätte ich gerne vorher Hilfe von euch. Meine Tochter Saureb. Ich will, dass ihr sie findet. Wer bist du? Warum flackert deine Waffe da rum? Warum ist das so? Das ist so irritierend. Was ist los mit dem Spiel? Was ist los mit Spellforce? Das ist egal, welchen Teil du spielst. Das ist vollkommen irrelevant. Der erste Teil, also gut, die ersten Teile sind immer noch die schlimmsten. Also gut, bei Spellforce 2 sind die letzten Teile immer noch die schlimmsten, aber die Spellforce 1 und 2 haben halt die übelsten Bugs. Aber auch Spellforce 3 ist davon nicht verschont. Gut, sie sind nicht so schlimm, aber ich meine, das irritiert halt, wenn dann die ganze Zeit seine Waffe rumflackert. Das ist... Wow. Aber gut, wir bekommen Hilfe von Katos. Das ist, ja, mal sehen. Ihr stellt Bedingungen, wir bezahlen euch. Ich weiß. Und ich würde euch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Gut, hören wir uns mal an, was vielleicht ist es ja wirklich so wichtig, dass es wichtig ist für unsere Mission, wer weiß. Gut, was ist mit eurer Tochter passiert? Sie ist aus ihrer Kommune geflohen, nachdem ich sie dazu ermutigt habe. Allerdings wird sie seither vermisst und ich beginne mir Sorgen zu machen. Ist sie eine Herrenlose geworden? Ja, nachdem ich ihr einen Brief mit der Erinnerung geschickt habe, dass das Leben zu kurz ist, um es mit Sklavenarbeit für den hohen Arsch von Vater zu verbringen. Jetzt will ich herausfinden, wohin zur Hölle sie verschwunden ist. Aber ich muss mich unauffällig verhalten. Ihr andererseits, nun, ihr könntet nach ihr suchen gehen. Ja, mal. Warum nennt ihr Reit euren Bruder? Seid ihr verwandt? Wir waren als Kinder im selben Rudel. Ihr seid also zusammen aufgewachsen? Ja, auch wenn das nicht heißt, dass wir uns nahestehen. Im Grunde kann jedes Kind, das in derselben Kommune aufwuchs, als mein Bruder oder meine Schwester gelten. Aber mir gehört schon ein besonderer Platz in deinem Herzen, oder? Natürlich. Warum müsst ihr euch unauffällig verhalten? Liegt das Reich im Streit mit der Schwarzen Kompanie? Nun, die Hälfte meiner Männer sind Herrenlose, die aus der Stärke desertiert sind, der Armee des Hohen Vaters. Außerdem habe ich in der Vergangenheit selbst auch einen gemischtes Verhältnis mit dem Reich gehabt. Katras war ein hochrangiger Offizier der Stärke, bevor er beschloss, wegzulaufen und die Totenmänner zu gründen. Auf ihn ist ein Kopfgeld ausgesetzt, mit dem man sich eine Burg in Leonidar kaufen könnte. Das ist allerdings 20 Jahre her. Es ist nicht so, als würden mir an jeder Ecke Kopfgeldjäger auflauern. Warum musst du immer so dramatisch sein, Bruder? Aha, das ist natürlich... Ja, wenn wir ihn mal in den ersten Teil besiegt, dann hätten wir ja richtig schön viel Geld. Ja, gut. Wenn ihr gesucht werdet, warum bleibt ihr dann in Kalabrok? Wegen Saureb. Sobald ich weiß, dass es ihr gut geht und sie in Sicherheit ist, werde ich gehen. Und vermutlich nach Grauschanze ziehen, wenn ihr unsere Hilfe noch wollt. Ja, wahrscheinlich müssen wir das sowieso. Was ist mit Saurebs Mutter? Kein gutes Thema. Reden wir besser nicht drüber. Okay. Eure Tochter kennt euch also? Reit sagte, dass die Kinder einen Trank erhalten. Der ihr Gedächtnis löscht? Ja, Saureb hat ihn ebenfalls getrunken. Also erinnert sie sich nicht an euch? Nein, aber ich erinnere mich an sie. Und ich werde nicht zulassen, dass das Reich sie in eine seelenlose Hülle verwandelt, die es als Kanonenfutter verwenden kann. Das wird nicht geschehen. All diese Leute kennen nichts anderes als den Mist, den das Reich ihnen von Geburt an einflößt. Leben, gehorchen, mehr nicht. Sie werden nie den Klang einer Harfe aus Phinon Mir hören, niemals von einer empirischen Frau berührt werden oder den Sonnenuntergang über dem Meer der Träume sehen. Alles, an das sie sich bei ihrem Tod erinnern werden, werden diese beschissenen Höhlen sein. Und die spitzen Tempeldächer und der furchtbare Gestank nach Moos und schimmeliger Scheiße, der durch die Tunnel zieht wie... Ich weiß nicht wie, was genau, aber ihr versteht mich schon. Also selbst wenn meine Tochter sich nicht an mein Gesicht erinnern mag, ich will, dass sie weiß, dass sie etwas Besseres verdient hat. Edle Worte, Katras. Ich bin überrascht. Ja, tatsächlich. Ich auch. Was habt ihr in dem Brief geschrieben? Nur, dass ich mir für sie ein richtiges Leben wünsche und wie sie aus der Kommune entkommen kann, ohne erwischt zu werden. Was sie auch geschafft hat,
Soweit meine Männer mir berichtet haben, Saureb wurde seit 2 Wochen nicht mehr in den Kommunen gesehen. Allerdings hat sie auch noch keinen Kontakt mit mir aufgenommen. Und das macht mir Sorgen. Wenn ihr sie findet, forsche ich zu diesem mörderischen Träumerkult nach. Außerdem wird euch die ganze Unterstützung der Schwarzen Kompanie zur Verfügung stehen, um den Tentakelgott zu erledigen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Tentakelgott! Oh ja, genau das ist er. Werden wir mit unseren Nachforschungen in Kalabrok nicht für Misstrauen sorgen? Tatsächlich sollte es das nicht. Katras hat recht, dass wir die perfekten Kandidaten für die Aufgabe sind. Ein Diener des Reichs muss sich an hunderte von Regeln und Konventionen halten, während die Leute unser seltsames Verhalten einfach der Tatsache zuschreiben werden, dass Menschen nun mal Menschen sind. Das macht Sinn. Wie sieht eure Tochter aus? Hochgewachsen, schlank, kurzhaarig, eine Narbe auf der rechten Wange. Ich würde vorschlagen, dass ihr als erstes Tevos befragt. Einer meiner Quellen nach stand er ihr im Rudel am nächsten. Das letzte Mal haben wir ihn nahe der südlichen Schlucht gesehen. Er ist hochgewachsen, hat kinnlanges Haar und ein ziemlich hübsches Gesicht. Ich werde hier warten. Also lasst mich wissen, wenn ihr eine neue Spur habt. Ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen, Also gut. Finden wir diesen Jungen, Tevos. Ich kenne den Weg. Ein bisschen gucken, ne? Wo, was, weshalb, ne? Warum wird hier überhaupt ein... Findet Tevos, findet... Thaured. Und wer ist das da? Was gibt es? Wer ist das da? Ich seh's mir mal an. Gut, euch wiederzusehen, General. Also das ist halt so ein Symbol drüber gewesen. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Ihr wolltet etwas besprechen? Oh ja. Da wir für die nächste Zeit zusammenarbeiten werden, dachte ich mir, dass ihr vielleicht in uns investieren wollt. Investieren? Wir bezahlen euch bereits. Für unsere hervorragenden Dienste, ja. Aber wir könnten noch viel mehr für euch tun. Mehr sein. Ach so, das ist wahrscheinlich ein Queststarter und wir können dann da eventuell oder so ein Hinweis gedöns und wir können dann da dann Sachen kaufen für die dann oder irgendwie was anderes oder irgendwas frei, was auch immer. Inwiefern? Oh, ihr wisst schon, bessere Ausrüstung und Ausbildung. Verbesserungen, die uns nützlicher für euch machen werden. Gut, ich bin interessiert. Was müsste ich dafür tun? Ganz einfach. Die Kompanie braucht nur ein Material. Krabbenmist. Krabbenmist? Ja, unsere Alchemisten brauchen das für die verschiedensten Dinge. Ihr müsst nur auf euren Reisen die Augen danach offen halten. Bringt das Zeug zu mir und ich werde es für einen guten Zweck einsetzen. Okay, gut. Ich hoffe mal nicht, dass ich schon was hatte davon und das einfach verkauft habe. Aber ja, dann... Ja, warum nicht? Ihr erwartet, dass ich glaube, dass Krabbenmist hinter den Geheimnissen der Schwarzen Kompanie steckt? Ich weiß, wie das klingt, aber so ist es. Es ist eines unserer vielen Geheimnisse. Tinkturen, Gifte, Sprengstoffe. Ihr habt keine Ahnung, wofür man das alles nutzen kann. Wisst ihr, aus was unsere Tränke gebraut werden? Nein. Und das will ich auch so beibehalten. Aus Kaka. richtig, richtig schön dünnes. Dünne Kacke. Kann ich euch nicht stattdessen einfach mehr Geld geben? Das könnt ihr, aber dann müssten wir einen Händler finden, von dem wir das Zeug bekommen können. Und da der Scheißehandel nicht richtig beliebt ist, gibt es da nicht so viele. Okay, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, eure Tränke sind doch bestimmt richtig gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Hervorragend. Viel Glück, General. Ja gut, jetzt haben wir die Quest angenommen, Kacke zu wissen. Okay. Oh, wir haben auch schon... Ah, guck mal, wir haben schon 5. Bringt 25. Also 5 haben wir schon. Interessant. Gut. Dann können wir aber noch die anderen Sachen reden. Wie ist eure Meinung zu Katras?
Ihr wisst schon, dass ich direkt hier bin und euch hören kann, oder? Netter Versuch, General. Aber ich bin nicht so blöd zu lästern, während der Chef neben mir steht. Mann, was, es gibt so viele Momente in dem Spiel, ne? So viele Momente, wo man dann über Personen redet, die genau direkt neben einen stehen und die hören einen nicht. Und genau in dieser Situation ist es aber nicht so. Genau in dieser Situation auf einmal plötzlich, ich stehe aber neben euch, ich kann genau hören, was ihr sagt. So plötzlich, das, aber das ist nicht so hart abgedunkelt. Das heißt, ich kann das irgendwie noch machen, oder? Habt ihr zufällig zwei Zwerge in der Stadt gesehen? So ein Zufall. Ja, das habe ich tatsächlich. Vor ungefähr einer Woche. Der Chef hat erwähnt, was für ein Chaos bei den Zwergen herrscht. Deswegen sind sie mir aufgefallen. Und? Und ich habe sie beobachten lassen. Einer von ihnen hat einen Boten für einen Brief bestellt. Also habe ich mich als Bote ausgegeben und ihn an mich genommen. Stellte sich aber als Brief eines heimwehkranken Jungen an seinen Vater heraus. Hier, seht selbst. Der verlorene Sohn. Oh. Wait a moment. Wir haben ja nicht eine Quest auch noch, die, wo wir irgendwie. Ja, wir haben noch irgendwie eine Quest auch noch von Zwerg bekommen, wo. Genau, sucht nach Ida. Genau, das. Aha, haben wir eine Nebenquest gelöst, die wir überhaupt gar nicht eigentlich. Die mir hier nicht angezeigt wurde. Interessant. Wie sahen sie aus? Wirkte es, als wären sie in Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Nein, würde ich nicht sagen. Der andere erwähnte, dass sie wegen einer Schlägerei aus einer Kneipe geworfen worden waren. Aber sie schienen da eher stolz drauf zu sein. Verstehe. Aha, na gut. Danke für den Brief. Haben sie erwähnt, wo sie als nächstes hin wollten? Nein, aber ich habe auch nicht gefragt. Der andere, der Freund vom Briefschreiber, hatte einen durchdringenden Blick. Nachdem mir klar geworden war, dass sie harmlos sind, wollte ich das Gespräch so schnell wie möglich beenden. In Ordnung. Ja gut. Ich gehe dann mal wieder. Leb wohl. Aber zumindest mal noch eine Nebenquest gelöst, von der ich über... Deswegen wahrscheinlich auch das Ausrufezeichen. Wobei, ja gut, wir... Ja... also... Das, ne, gut, apropos Ausrufezeichen, hier ist auch noch eins. Gut, wir sollen jetzt erstmal. Ich bin der Trevors. Achso, warte, das ist doch. Oder ist er das? Nee, das ist. Das ist ein Nekromant. Das ist nicht der, aber. Aber wir sollen uns wo treffen? Trefft euch mit. Travers bei den Toren der Stadt. Ja gut, du bist sowieso in die Richtung, ne? Was wollt ihr? Geht es hier entlang? Ich werde euch warnen. Ja gut, einmal Steuerung F5. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bestimmt, vielleicht, eventuell wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.